Cola, Wasser und rein. Hallo, danke schön. So, wir könnten mal eine Cola trinken, oder meinst du? Oder wollen wir uns dann in den Laden noch mal setzen und das bunte Treiben genießen? Wie will das haben, wie du möchtest. Ja, das wäre meine Maßnahme. Hier mal ein bisschen was für Designer. Ja, das ist er. Und dann sieht er aus. Komm her. Was? Ah ja. Das ist mal dicker Stoff hier. Ja, dann kannst du ja mal gucken. Aber das sind, glaube ich, ganze Anzüge immer, ne? Hallo. Hallo. Ich wollte nur eine Hose hier. Yes. Ohne Hose? Oh, sorry. Nur Hose. Nur Hose. Size? Und in blau. Yes, size? XL? Yes. Was kosten die denn? Guck mal hier, Pinhose. Gucken bitte. Pinhose. Gucken hier, Zips. Was wollt ihr denn zu Anfang haben? Ja. 20. Also das dürft ihr auch nicht vergessen, hier muss man immer verhandeln und die Preise im Blick halten. Jetzt haben wir die 11 auch deshalb eingelassen, weil wir dann 4 zu kriegen. Na dann ist gut, dann haben wir endlich was für die Kellner. Jetzt haben wir 3, 2. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, man muss die Preise kennen und für eine Jogginghose dann da 20er zu verlangen, das ist schon dreiste Aufführung. Ich bin doch inzwischen so weit, dass ich sage, ich hau danach. Ich habe gar kein. Ja. Denn man hat dann wirklich teilweise auch gar keine Lust mehr nachzuverhandeln. Hallo, es muss immer im Rahmen sein. Na, deshalb kaufe ich auch immer gerne bei Läden, wo der Preis steht. Wenn keine Preise dran stehen, dann habe ich mal schon keinen Bock drauf. Naja, aber das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt. Und das ist natürlich der Vorteil, in Kumkü ist da sehr viel ausgepreist und hier ist das immer normal gelegentlich der Fall. Aber wie gesagt, der erfahrene Urlauber, der weiß dann schon, was Sachstand ist und der nicht erfahrene, der muss dann halt mal ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Ich meine, die Katastrophe ist das ja auch nicht, ob ich jetzt 10 oder 15 bezahle oder 20, das ist auch wurscht. Denn man muss ja auch immer daran denken, der Sarg hat kein Regal, wir nehmen nichts mit. Patron, benim burada. Patron. Habe ich deine Größe, liebe Dame? Was war's, wir hauen ab. So, jetzt geht's zurück. Ja, hat sich gelohnt. Also zweimal Sachen fürs Enkelkind. Ein paar Socken für mich. Meistens gibt es immer nur so kurze Socken. Mausi, wir müssen hier links von, oder? Oh doch, hast recht. Ja, recht mit. Tatsächlich. Ja, was kann man sagen zum Bazar? Ja, nett. Nett, ne? Genau. Kann man mal hingehen, bisschen Abwechslung, bisschen Shopping machen, alles okay. Nein. Man muss auch sagen, es wird von den Touristen sehr gut angenommen. Und das passiert ja auch nicht ohne Grund. Denn das ist auch Shopping schön, wenn da viel los ist, finde ich. Ja, das ist so. Viel mehr Spaß, als wenn viel mehr Flair, Leute, genau. Genau. Reger Betrieb ist immer. Ja, das ist schön. Ermuntert zum Einkaufen. Genau. So, jetzt fahren wir erstmal zurück zum Hotel. Nee, ich wollte in die Nova Mall. Ach, wir wollen in die Nova Mall, sagt meine Frau. Na gut, dann mache ich euch auch noch ein kleines Video fertig aus der Nova Mall. Und bis dann.